Hey Freunde, was geht? Willkommen zu einem weiteren The Crew 2 Video. Ja, es geht natürlich mal wieder um den aktuellen Live Summit. Und ja, die letzte Belohnung kann ich mir hier abholen. Mit Rang 453 habe ich den Bugatti Devo in der Emerald Storm Edition gewonnen. Sehr, sehr nice. Mit 1.350.873 Punkten bin ich durchaus zufrieden. Ja, dann nehme ich die Belohnung auch direkt mal an. Und zack, zack, zack. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Einmal gerade hier das Spiel pausieren, bevor wir in den Summit reingehen, und mal gucken, ob ich hier wieder Kultpunkte habe. Und ich muss mal gerade gucken. Genau, die waren nämlich noch unverteilt vom letzten Video. Die muss ich nämlich gerade mal wieder hier alle hochlegen. Moment. So, die Kultpunkte sind wieder verteilt. Da ist der schöne Bugatti in der Emerald Storm Edition, aber dazu kommt ein eigenes Video. Ich wollte ihn einmal nur kurz zeigen, ich habe ihn im Besitz, sehr schön. Und ich würde sagen, es geht auch direkt los. Ach warte, bevor es losgeht, sorry. Gucken wir erstmal in den neuen Summit rein. Und zwar The First Hunt. Alle Fahrzeuge verfügbar. Okay, ja, sehr nice. Wir haben natürlich wieder keine Einschränkung. Wir haben viermal haben wir keine Einschränkung. Das ist schon mal sehr nice. Dann haben wir Street Race mit dem Carrera 911 S4. Enforcer Unit, Rally Cross. Nochmal Rally Cross, dann mit dem Camaro RS. Dann Street Race mit dem 512 TR. Und nochmal ein Enforcer Unit. Also der nächste Summit wird auch nicht, glaube ich. Ja, nee, der wird auch nicht schwer. Ja, Rally und Street Race. Nein, der wird auch nicht schwer. Mal gucken. Und Mirage, mal gucken. Wir suchen schwer. Radarfalle, Aerobatics, Tiefflug, Street Race mit der C8. Dann ein Hypercar mit dem Lavoiture Noir. Ah, aktuell mein Lieblingsauto. Dann haben wir ein Street Race mit dem Gallardo LP 570. Ja, mit dem Superleggera. Sehr schönes Auto. Ich habe ja manchmal auch Spaß Superlegger gesagt. Aber ja, Superleggera. Und dann noch ein Motocross. Keine Einschränkung. Ein Jetsprint. Bäh. Egal, Jet Sprint und dann haben wir noch einen Alpha Grand Prix mit dem Alpha Mark X. Ich denke, das sollte alles heute nicht so schwer sein. So, was können wir denn da sehen? Ach, guck mal, 1,3 Millionen sollten auf jeden Fall drin sein. Ja, doch, warte, ich gucke nochmal gerade auf die Belohnung. Was haben wir denn da? Na klar, Ruhm 300, Chevrolet Stingray 8 Paket. Dann bekommen wir noch ein Ruhm-Paket für das Hypercar und auf Platin ein Feuerwerk Nitro. Ja gut, Nitro wisst ihr ja, stehe ich total drauf, Schnickschnack. Und dann haben wir wahrscheinlich, ganz genau, guck mal, im nächsten Live-Summit auf Silber haben wir dann die letzten Teile von dem verbesserten Hypercar-Set. Das heißt, hier bekommt ihr die ersten 3 bis 4 Teile und im nächsten bekommt ihr dann die restlichen. Dann habt ihr das Set auch voll. Gut, aber jetzt lange Blabla. Jetzt gehen wir direkt mal in die Radarfalle. Für die Radarfalle nehmen wir natürlich unser schnellstes Dragfahrzeug. Ja, und das schnellste Dragfahrzeug im Spiel, wie ja eigentlich auch schon bekannt ist, ist die Corvette Stingray. Und ja, die nehmen wir jetzt hier auch. So, jetzt nehme ich mal ein bisschen Anlauf. Ich habe jetzt leider keinen Windschatten, aber ich will mal gucken. Da hinten steht zwar jemand rum, aber ich habe trotzdem gerade leider keinen Windschatten. Jetzt mal gerade gucken, wie weit kann ich raus? So weit. Alles klar, dann wollen wir es einfach mal versuchen, ohne Windschatten, ohne alles. Ja. Und jetzt gebe ich natürlich hier mein Nitro durch. So, dann bin ich mal gespannt. 648 km/h auf Anhieb. Natürlich sind über 700 km/h drin, wenn ihr Windschatten zieht. Wir wissen es, glaube ich, 719 km/h, das Maximale, was nur geht. Und ja, das geht aber halt leider nur mit Windschatten. So, jetzt zeige ich euch gerade meine Einstellung von dem Wagen, die hier eigentlich aber ehrlich gesagt schon fast wieder unwichtig sind. Weil, ja, guck mal, meine Lenkung war sogar viel zu hoch. Viel zu hoch. Aerodynamikverteilung erhöht ja die Lenkung oder nimmt sie raus. Also, der hätte auch so gereicht, weil der Wagen muss hier nicht lenken. Deswegen ist das erstmal hier, das hier, Aerodynamik braucht ihr da gar nicht beachten, ehrlich gesagt. Bei den Sachen sieht das jetzt wieder anders aus. Hier habe ich mir eine Einstellung irgendwann mal
reingeholt und die Einstellung finde ich für alle Events am besten. Egal, ob ich damit jetzt eine Flucht fahre, Radarfalle oder sonst was. Das hier ist für mich persönlich die beste Einstellung. Ansonsten habe ich den Nitro-Micher drinne mit Pur und Fanatic, damit das Nitro auch schön stark ist. Kurz mal drauf eingehen. Pur steigert die Nitro-Kraft, das heißt, während ihr Nitro anmacht, die Kraft vom Nitro, wie stark das durchgeht. Und dann habt ihr Fanatic im besten Fall für sowas. Da habt ihr dann einen Energieschub sozusagen. Die Nitro-Energie erhöht sich um 3% pro Sekunde, solange sie benutzt wird. Das heißt, solange ihr Nitro benutzt, erhöht sich die Energie. Also beides verstärkt im Prinzip das Nitro. Aber jetzt geht's erstmal weiter zur nächsten Disziplin und da haben wir ein Aerobatic-Event. Aber es geht hierbei nicht um Punkte, sondern um... Genau, warte, wir können es gleich sehen. Genau, um sowas geht's hier. Ich habe jetzt keinen Anlauf genommen, deswegen starte ich das Ganze gerade nochmal neu. So, jetzt fliege ich erstmal zurück und kontrolliere erstmal, ob ich in dem Flugzeug überhaupt ein Set drin habe. Weil das müssen wir natürlich haben. Punktebrecher ist natürlich selbsterklärend bei so einem, ich nenne es mal Event. So, jetzt gerade auf Pause gehen. Und dann nachgucken, da war ich gerade noch auf Drag Race, so. Ganz genau, der Punktebrecher ist drinne, auf Test erprobt natürlich und Perfektionist. Perfektionist erlaubt euch einfach mit dem Links-Rechts-Lenken, dass ihr ein bisschen Spiel habt, dass ihr nicht genau punktuell perfekt da durchfliegen müsst. Und Test erprobt erklärt sich auch von selbst, der Punktebrecher verdoppelt die Punkte und Test erprobt habt ihr nochmal 75% Punkte obendrauf. Oh. Also wie ihr gesehen habt, ist natürlich nicht die leichteste Route jetzt hier. Oh, ich habe mich jetzt so konzentriert, dass ich kaum geredet habe. Aber ich habe trotzdem 151.000 Punkte geholt. Und ich habe sie natürlich nicht perfekt getroffen, die einzelnen Kreise. Also, puh, der hat es natürlich echt in sich. Aber egal, wir gehen trotzdem mal auf die Einstellungen ein. Ich habe hier die Harman Rocket genommen. Moment, ich werde gerade hier den Müll wieder rauslöschen. Ich habe hier die Harman Rocket genommen, wie ihr eben schon sehen konntet. Mit Perfektionist, Test erprobt und mit dem Punktebrecher. Und dann zeige ich euch jetzt einmal hier die Profi-Einstellungen, die ich hier vorgenommen habe. Die sind eigentlich so ziemlich original, außer dass ich den Bodeneffekt ein bisschen gelöst habe. Und das automatische Fahrwerk habe ich aus. Und dann geht das auch schon weiter zur nächsten Disziplin. Wir bleiben beim gleichen Flugzeug. So, Moment. Jetzt müssen wir hier einfach mal umdrehen am besten. Ihr könnt natürlich auch andersrum fliegen, wenn ihr das am besten hinbekommt. Aber ja, so schwer ist dieser Tiefflug hier nicht. Warte mal, ein bisschen tiefer. Wir wollen ja auch 3,5 mal haben. Den Multiplikator, genau. Am besten, am allerbesten lassen wir den Multiplikator noch klingeln. Ganz genau, so, hier aufpassen. Das war auch immer schön. Nah überm Wasser bleiben. Wenn er klingelt, ist natürlich noch besser der Multiplikator. So. Aber ihr könnt ja sehen, keine große, schwierige Sache hier. Genau, so. Fliegt einfach auf Kopf, wenn ihr das könnt. Da bekommt ihr natürlich mehr Punkte, wenn der Multiplikator mal 3,5 ist. Und ihr habt gesehen, 157.000 direkt auf Anhieb First Try, 51.387 Punkte. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Weil, wenn ihr richtig rumfliegt, habt ihr, glaube ich, nur einen Multiplikator von 3,0 maximal. Und ja, jetzt haben wir schon 157.000 Punkte. Das heißt ja, das summiert sich auf jeden Fall. Dann geht's weiter zum Street Race mit der Corvette C8 Stingray. Die ist auf jeden Fall auch wieder ein Street Race, genau.
Dann müssen wir jetzt mal gerade auf Street Race gehen. Und ja, ich weiß, es dauert etwas. Das Rennen ist relativ kurz gehalten. Ich denke mal für Ungeübte mit ein bisschen Einfahren. Ich denke auch eine Minute 40 oder was. Müsste auf jeden Fall drin sein. Mal gucken, wie weit ich hier mit der Zeit komme. Mal schauen. Ich bin gespannt, wie der Wagen sich macht. Ihr könnt natürlich auch abgucken, wo ich hier lang fahre. So, erstmal gucken, dass ich hier an alle dran vorbeikomme, damit die mir nicht im Weg sind. So. Ah, hier hätte ich gar nicht bremsen brauchen. Hier schräg einmal durch. Etwas aufpassen, dass ihr nicht zu doll hier reinknallt. Das geht natürlich übelst auf die Zeit. Das wird bei mir jetzt auch auf die Zeit gehen. Ah, hier müssen wir ein bisschen vom Gas. Hier auf jeden Fall eine Rampe dran vorbeifahren. Weil die Rampe bremst euch enorm. Also die Bremse und dann der Winkel, wie ihr fahrt, das ist schon nicht gerade förderlich. Hier bei der Rampe am besten, wie ich das gerade gemacht habe, an der Seite dran vorbeifahren. Ist nicht gerade leicht, ich weiß das, aber einfach versuchen. Dann hier unter dem Eiffelturm vorbei, nicht durch den Torbogen, sondern fahrt links dran vorbei. Und hier im Checkpoint könnt ihr einen Respawn machen. Da braucht ihr ein Gefühl auf jeden Fall für, dass ihr ungefähr wisst, wann ihr respawnt, damit das nicht zu spät ist. Also nicht erst den Respawn drücken, wenn es klingelt vom Checkpoint, sondern schon ein bisschen früher, sodass ihr am besten in dem Moment, wo es klingelt, respawnt. So, und das Ganze machen wir jetzt hier nochmal. Hier muss ich ein bisschen vom Gas gehen und ein bisschen nachbremsen. So, hier die Kurve auch gut bekommen. So, jetzt hier neben der Sprungschanze am besten nochmal so gut dran vorbeikommen wie vorhin. Aber nein, das hat nicht geklappt. Also, Übung macht auf jeden Fall den Meister. Ich fahre trotzdem mal durch, einfach nur um zu zeigen, was hier für eine Zeit drin ist. Also, ja gut, 1 Minute 40. Schaffe ich gerade nicht mal. Oh, 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 das ist peinlich. Boah, jetzt gibt es natürlich einige, die sagen so, haha, 1 Minute 45, ey, Alter. Ich habe da 1 Minute 28, aber das war jetzt auch der First Try mit dem Wagen. Ich bin den Wagen noch nie gefahren. So, 120. So, ich habe das Ganze jetzt nochmal ein bisschen verbessert für mich, weil die 1,45, die konnte ich so nicht stehen lassen. Nochmal 6,7 Sekunden verbessert. Natürlich nicht perfekt. Ich muss mich hier auch nochmal hier und da ein bisschen verbessern in den Kurven. Ne, ein bisschen weniger gegenschreiben oder vielleicht ein bisschen weniger bremsen. Aber ja, ihr habt auf jeden Fall gesehen, unter 1,40 ist auf jeden Fall machbar. Jetzt gehen wir auf Hypercar und da nehmen wir natürlich, wie es da steht, den La Voiture Noire. Bei dem La Voiture Noire habe ich natürlich wieder den Nitro-Mischer drin, die Extra-Portion und pur. Und die Profi-Einstellungen sehen bei mir so aus. Unabhängig jetzt von dem Rennen. Ich muss erstmal gucken, welche Strecke das ist. Aber da gehen wir jetzt mal hin. Erstmal fahrt ihr rechts an den NPCs vorbei. Dann könnt ihr hier quer durchfahren. Das war jetzt ein bisschen unglücklich da mit dem Baum. Das ist aber nicht schlimm. Weil die Zeit... Ja, ich werde die für mich irgendwann mal mit Teftogeins zusammen verbessern. Denke ich mal, wir werden uns hier gegenseitig Windschatten geben. Aber jetzt fürs Video sollte das erstmal reichen, dass ich euch die Strecke jetzt erstmal zeige. Und ich werde sie jetzt für das Video nicht auf Biegen und Brechen in einer Top-Zeit fahren. So, wir fahren hier unterhalb lang. Und das sollte nicht so sein. Im optimalsten Falle fahrt ihr nicht über die Steine. Aber ja, wie gesagt, ich fahre jetzt einfach weiter. Ihr habt das gesehen, so haben wir uns da oben die Brücke gespart. Wir haben uns die Auffahrt gespart, die Abfahrt und sparen dementsprechend ein paar Sekunden Zeit. So, hier vorne kommt gleich ein Kreisverkehr, da springt ihr einfach geradeaus rüber. Lasst euch da nicht beirren von dem Navi und einfach hier so ein bisschen schräg rüber. Und dann habt ihr auch das, immer mal ein bisschen Nitro, immer ein bisschen spielen damit und dann klappt das auch. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier bremse ich ein bisschen. So, jetzt habe ich hier die Kante mit erwischt. Eigentlich wollte ich links so ein bisschen über das Feld fahren. Das solltet ihr auch tun. Und dann haben wir jetzt hier das Navi. Da hören wir aber überhaupt gar nicht drauf. Das juckt uns gar nicht. Wir fahren hier links dran, rechts dran vorbei, Entschuldigung. Und hüpfen hier über diese ganzen Hügel und Landschaften. Und ihr könnt das ja ungefähr sehen, wo ich hier lang fahre. Und dann fahren wir hier außen lang. Und dann haben wir uns die ganzen
S-Kurven und was da nicht alles ist, haben wir uns komplett gespart. Und das nimmt uns natürlich einiges an Zeit, wenn wir da ganz normal fahren. Wir fahren jetzt erstmal hier durch. Ich fahre jetzt ein bisschen vorsichtiger das Ganze. Und so. Wenn ihr da ein bisschen geübter seid, meine Laboratur Noir, den habe ich jetzt auf New York eingestellt. Ich habe die Lenkung ein bisschen runtergenommen, die Aerodynamik. Ja, aber okay, ja, ich muss dementsprechend hier und da mal so ein bisschen vom Gas gehen oder vielleicht sogar ein bisschen bremsen, damit ich da nirgendwo reinknalle. So, und da jetzt kommt auch gleich schon die nächste Abkürzung. Hier einmal aufpassen. Hier kommt jetzt die... Moment, gleich kommt sie. Hier haben wir diese Kurve. Und jetzt fahrt ihr hier links runter. So, einmal quer hier links runter und vorsichtig dann durch diese Bäume hier durch. Müsst halt ein bisschen aufpassen. Und am besten, ihr fahrt einfach nicht auf Biegen und Brechen super schnell. Ich fahre jetzt hier ein bisschen vorsichtiger. Es ist schon etwas länger her mit der Strecke. Ich fahre sie halt nicht oft und ja, ich bin ehrlich auch nicht sehr gerne. Ich fahre jetzt einfach vorsichtig hier durch. Und dann sind wir wieder hier. Falsche Richtung ist normal. Lasst euch davon nicht beirren. Da vorne kommt gleich der nächste Checkpoint und dann haben wir die Abkürzung geschafft. Ich weiß, das war jetzt nicht der schnellste Versuch, aber naja, besser so als gar keine Abkürzung. Da haben wir trotzdem einiges mitgespart. Auch wenn ich die jetzt nicht... Oh, nein. Auch wenn ich jetzt nicht perfekt gefahren bin, aber ihr seht ja, ich mache ja auch Fehler. Aber jetzt nach 4 Minuten habe ich echt keinen Bock, das Rennen nochmal neu zu starten. Deswegen, ich zeige euch jetzt einfach das Rennen und ja... Ich hoffe einfach, dass ich unter 7 Minuten bleibe, aber ich weiß es nicht. Hier hätten wir jetzt natürlich runterspringen können, aber hier fahre ich jetzt hier lang. Jetzt habe ich da eine kleine Stelle verpasst. Leider, dann fahren wir einfach hier durch die Mauer, weil man könnte da auch springen. Da gibt es so eine kleine Kante, da könnt ihr dann über diese Bergmauer, da könnt ihr dann rüberspringen und dann landet ihr auch hier unten. Also ich denke nicht, dass ich jetzt hier unter 7 Minuten lande. Aber, ja, gut, ist dann halt so, ne? Jetzt fürs Video ist es auf jeden Fall okay. Und dann haben wir eigentlich auch nicht mehr so viel Strecke vor uns. Hier haben wir jetzt noch eine Kleinigkeit zu beachten. Unten ist jetzt gleich der Highway. Ihr könnt ihn links von mir hier sehen. Und da fahren wir jetzt auch rüber. Und dann sind wir hier auf der Seite vom Highway. Und dann lasst euch nicht vom Navi beirren. Ihr fahrt hier einfach geradeaus weiter. Und dann habt ihr euch nämlich die komplette Abfahrt gespart. So, jetzt erstmal hier. Ah, ich muss ein bisschen bremsen. Wie gesagt, ich habe die Aerodynamik etwas runtergeschraubt. Deswegen ist die Lenkung jetzt auch nicht die allerbeste für die Strecke hier, weil die ist halt sehr kurvenreich. Hier gehe ich ein bisschen auf Bremse, weil ihr müsst hier links runter. Da könnte es schon mal passieren, dass ihr geradeaus fahrt und euch dann ärgert. Und dann habt ihr einfach die Abfahrt verpasst. Ja, und das ist natürlich echt uncool. So, hier lang. Hier fahrt ihr jetzt nicht rechts, wie das Navi euch sagt, sondern ihr fahrt hier links dran vorbei. Und geht jetzt hier voll auf Bremse und fahrt jetzt hier rechts einmal rum. Und hier das Gleiche. Nicht aufs Navi hören. Ihr fahrt links dran vorbei und seid jetzt hier wieder auf Strecke. Ein bisschen darauf achten, dass ihr hier rechts dran vorbeikommt am besten. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ihr könnt später wieder auf die rechte Spur hier. Aber am besten ist es halt, ihr kommt von Anfang an hier auf die rechte Spur. Und dann passt das auch. Hier müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr hier nirgendwo runterfällt. Und hier habe ich es jetzt verpasst. Ich wollte nämlich gerade sagen, die nächste Abfahrt, da müsst ihr aufpassen. Die kann man sehr leicht verpassen, aber ja gut, jetzt ist es mir sogar passiert. Ist egal, ich will euch die Strecke trotzdem zeigen. Ich sag's euch ganz ehrlich, normalerweise würde ich euch gerne die allerbesten Punktzahlen zeigen und die beste Zeit und unter 7 Minuten. Und ja, aber ich mag die Strecke einfach nicht und deswegen nehmt's mir nicht übel. Ich fahre die jetzt so, wie sie ist, zu Ende. Mit der Zeit, das ist mir gerade egal. Ich will euch einfach nur zeigen, wo ihr langfahren müsst und dann ist das so. Gerade ein bisschen peinlich die Zeit, aber ja. Was soll ich machen? Ich fahre jetzt nicht nochmal 7 Minuten und dann nochmal und nochmal und nochmal, bis ich eine schöne Zeit habe. Nur damit ich euch zeigen kann, so hier, der Marvin hat das aber super geschafft. Boah, ich bin nie so gut wie du. Ja, ihr seht jetzt, ich mache auch Fehler und ich bin sehr schlecht hier durchgefahren.
Und auf dem letzten Stück gibt die jetzt einfach volle Kanne Nitro. 7 Minuten 40 ist natürlich extrem peinlich. Also 6 Minuten 45 können auf jeden Fall drin sein. Aber ja, wie gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf die Strecke. Ich habe jetzt ein paar Mal neu gestartet. Keine Lust mehr. Ich habe ja trotzdem 143.000 Punkte bekommen. Also 7 Minuten sollten auf jeden Fall drin sein, wenn ihr die Abkürzungen besser bekommt und nicht umdrehen müsst, wie ich das gerade gemacht habe. Ja, also auf jeden Fall machbar. Als nächstes kommt ein Street Race mit dem Lamborghini Gallardo Super Leggera und dann nehmen wir den auch direkt mal. Ich habe hier auch schon das richtige Set eingebaut und zwar habe ich hier drinnen den Nitro Micha mit Pur und Extra Portion. Profi-Einstellungen habe ich im Moment oben alles voll und hier unten sind die Profi-Einstellungen diese. Und ansonsten habe ich bei dem Wagen nichts großartig verändert und ich würde sagen, wir starten direkt das nächste Rennen. So, zum Anfang des Rennens erstmal, The Strip Süd mag ich, Nord mag ich gar nicht. Ich mag dieses Rennen hier einfach überhaupt nicht. Ich fahre das Rennen auch nie, ohne Ausnahme. Also, ich mag es überhaupt nicht. Also, aber egal. Hier zum Thema, hier ein bisschen rechts halten und jetzt hier einfach quer links runter. Da knallt hier auf der rechten Seite auch nirgendwo dran. Hier ein bisschen bremsen und rum. Und bei dem Rennen hier gilt eigentlich nur zu beachten, ja, fahrt so viele Abkürzungen wie möglich, weil das Rennen hier normal fahren, ja, das ist eigentlich schon kaum möglich, wenn man hier gut fahren will. Ihr seht ja, hier quer beim Rasen und ach, keine Ahnung was. Also hier und da überall Abkürzungen. Hier auch vorsichtig an den Bäumen vorbei. Und ja, ihr seht das. Das gleiche hier wieder. Hier fahren hier rüber. Und einmal quer hier rüber. Und ja, dann haben wir schon wieder eine Abkürzung. Hier haben wir jetzt ein bisschen Straße. Neben den ganzen Abkürzungen. Und jetzt fahre ich hier so ein bisschen so. Und dann haben wir die erste Runde auch gleich schon geschafft. Halt nicht so doll da rein. Mist, jetzt habe ich ein bisschen weit ausgeholt. Das war gar nicht meine Absicht. Geht natürlich auf die Zeit, aber egal. Es geht ja halt, wie gesagt, darum, dass ich euch hier diese Strecken zeigen will. Jetzt hier ein bisschen vorsichtiger wieder. Hier ein bisschen rechts rum. Nicht zu schnell da hoch. Sonst kann es euch passieren, dass ihr irgendwo hinfliegt. Nur nicht da, wo ihr wollt. So, das Ganze nochmal hier in einer zweiten Runde. Und dann war es das auch schon wieder mit dem Rennen. Und dann haben wir hier vorne auch gleich schon das Ziel. Alles vollballern, ganz durchballern. Hier ist Noss und 2,23. 7,77. Da wäre das Rennen auch geschafft. Was bekommen wir? 123.000 Punkte. Ja, ist auf jeden Fall unter 2,20 auf jeden Fall machbar. Damit wir auch 125.000 Punkte bekommen. Aber weg mit dem Rennen. Ich mag es nicht. Auf zum nächsten. Und da haben wir einen Motocross. Keine Einschränkungen. So, gleich am Start. Fahrt hier erstmal nach links. Am besten natürlich mit einem Lehnsmann. Den Analogstick nach vorne drücken. Ein bisschen Nitro geben könnt ihr auch. Und dann fahren wir hier links an diese ganzen Sprungschanzen vorbei. Den Checkpoint haben wir bekommen. Auch wenn wir dran vorbeigefahren sind. So, jetzt fahren wir so und springen hier am besten so, dass wir außen dran vorbeikommen am Checkpoint. Den aber noch bekommen und hier jetzt einmal so ein bisschen durch. So, den Checkpoint haben wir auch bekommen, auch wenn wir draußen dran vorbeigefahren sind. Hier auch links dran vorbei. Und dann fahrt ihr hier erstmal ganz normal. Also, komm schon. Ne, ein bisschen zu langsam. Nein, es geht noch. So, hier auch ganz normal fahren. Jetzt kommt hier so eine S-Kurve. Ja, die fahrt ihr auch ganz normal. Und jetzt müsst ihr aufpassen. Jetzt gebt ihr ein bisschen mehr Noss und springt hier rechts rüber am besten. Gut, bei mir hat es jetzt leider nicht geklappt. Aber dann kommt ihr ein bisschen schneller darüber. So, und hier bei 44% durch den Checkpoint fahren. Dann dreht ihr einmal um und fahrt hier dran vorbei. Natürlich steht er in der falschen Richtung. Ist ganz klar. Aber dann fahrt ihr hier dran vorbei. So, und der Checkpoint hat gezählt. Und ihr seid in der nächsten Runde und habt euch einiges gespart auf jeden Fall. So, hier wieder so springen, dass wir da wieder dran vorbeikommen. Hier wieder dran vorbei und ja, das Ganze eigentlich nochmal. Hier auch wieder links dran vorbeifahren. So, genau, links dran vorbeigefahren. Hier wieder normal. So, nicht zu schnell raus. Nicht, dass ihr da irgendwie von der Straße fliegt oder so. Hier auch ganz normal. Jetzt kommt wieder die S-Kurve.
Die fahren wir. So, und jetzt versuche ich das Ganze nochmal mit dem Rüberspringen hier. So, es hat leider nicht geklappt. Ich weiß auch nicht, wieso. Es sei mir heute nicht gegönnt. Aber ist leider so. So, hier bei diesem Checkpoint wieder umdrehen. Ja, irgendjemand gönnt es mir nicht. Und dann wieder hier dran vorbei. Hier quer durch. Und dann sind wir da im Ziel. Leider 2 Minuten 6, sehr schlecht. Aber ich habe trotzdem 118.000 Punkte. So, weiter geht's zur nächsten Disziplin. Und nochmal kurz vorweg, bevor ich hier die letzten beiden Rennen zeige. Es geht mir natürlich jetzt nicht darum, die allerhöchste Punktzahl zu bekommen, die ich jetzt schaffe. Ich möchte euch einfach nur alle Strecken zeigen. Und trotzdem eine gute Punktzahl erzielen. Also ich werde das hier natürlich am Samstag, wenn ich auf Twitch live bin, das natürlich wieder verbessern. Nur das mal gerade vorweg. Ich werde diesen Samstag aber nicht abends um 19 Uhr live sein, sondern wahrscheinlich schon ungefähr ab 14 Uhr. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich werde es auf jeden Fall auf dem Discord noch ankündigen und im Community-Tab hier auf meinem YouTube-Channel natürlich auch. Aber egal, genug geredet. Jetzt geht es erstmal weiter zum Jet-Sprint. Und den fahren wir dann auch mal. Las Vegas Waterway. Ah, der ist ein bisschen knifflig, aber ja, sollte zu machen sein. Und dann nehme ich auch wieder mein Proto-Leopard. Ach, jetzt habe ich natürlich ganz am Anfang nicht gezeigt, was ich eingebaut habe. Macht es vielleicht so wie ich. Ich habe die Steuerung umgestellt. Ich muss nach vorne drücken. Und kann dann dementsprechend für mich auf jeden Fall besser lenken. Ich kriege das auf jeden Fall nicht hin, wenn ich nach hinten ziehen muss in Analogstick und muss dann noch lenken. Also das ist für mich also wirklich eine Katastrophe. Ich kriege das, also beim besten Willen, ich kriege das nicht hin. Das ist ganz, ganz grausam für mich, wenn ich nach hinten drücken muss und dann noch, ne? So, jetzt gehe ich ein bisschen runter und jetzt wieder hochdrücken und dann hier links dran vorbei. Ach, ist das eine Strecke, Leute. Das ist aber auch eine Strecke hier. 38%. Ihr seht auch, ich knall da hier und da überall so ein bisschen gegen. Seht das so. Wenn ihr noch nicht die Besten im Spiel seid oder wenn ihr noch nicht richtig, richtig, richtig gut im Spiel seid, dann versucht einfach besser zu sein, wie ich hier im Video. So als kleinen Ansporn. Ihr könnt mir eure Zeiten gerne in den einzelnen Events hier unter das Video schreiben. Ne, schreibt mir einfach, ja, ich bin da das gefahren und ich bin da das gefahren und da hättest du vielleicht in der Kurve dies machen können oder so. Ich nehme da auf jeden Fall, oh, jetzt bin ich dagegen geknallt. Mist, jetzt, ich nehme da auf jeden Fall gerne eure Kritik und so weiter natürlich an. Aber wie gesagt, hier geht es jetzt natürlich in erster Linie erstmal darum, euch das Ganze zu zeigen und nicht hier natürlich der Beste vom Besten zu werden. Oh, schön außen lang, Nitro durchdrücken, nirgendwo dagegen knallen und ja, das Rennen ist geschafft. Jetzt gehe ich wieder in die Außenperspektive und 1 Minute 47, ach, das ist doch okay dafür, dass ich hier so angeeckt bin und so das komplett verballert habe eigentlich. 124.000, ja nice. Also alles so 125, 130 wäre natürlich geil, aber ja du, also ganz ehrlich, fürs Video 124.000, geil, auf jeden Fall. Selbst wenn ihr jetzt maximal 124.000 schafft, geil, auf jeden Fall. Also guck mal, ich habe jetzt schon 1.071.731. Das heißt, 1.000.000, wenn ich jetzt die 100.000 dazu bekomme, habe ich schon 1.100.000. Und wenn ich hier jetzt vielleicht noch 100.000 dazu bekomme, habe ich schon 1.271.000. Das heißt, auf 1,3 Millionen sollte ich hier auf jeden Fall kommen. So, den Jetsprint zeige ich euch gerade natürlich nochmal nach dem Event. Ich habe hier kein fertiges Set drinne, sehe ich gerade. Ich habe immer gedacht, ich hätte hier ein vollwertiges Set drinne mit Nitro Micha oder sowas. Aber wie ich gerade sehe, habe ich das gar nicht. Also ist das eigentlich völlig unwichtig und irrelevant. Ihr habt gesehen, ich habe trotzdem eine richtig gute Zeit da hingelegt. Ich habe da allen möglichen Rotz drin. Ne? Das ist eigentlich, das ist gar nichts. Aber Profi-Einstellung, darauf kommen wir zu sprechen. Die habe ich ein bisschen eingestellt. Auf nach Vegas, genau, die war das. Ich wusste es gerade nicht mehr ganz genau, welche Strecke das ist. Aber ja, geht direkt mal los. Ich hoffe, ich schaffe sie direkt auf Anhieb. So, jetzt erstmal ein bisschen mit bisschen Nitro dran vorbei. Ich muss mich jetzt erstmal dran gewöhnen, dass der Wagen hier auf einer normalen Straße ist. Der lenkt natürlich ganz anders wie jetzt so ein Hypercar.
Und jetzt muss ich mal gucken, weil die Kurven hier ganz anders gefahren werden können. So, hier haben wir eine Rechtskurve, eine etwas stärkere. Aber, ja, ihr seht's, mit einem Hypercar hätten wir jetzt schneiden müssen. Oder wir hätten vom Gas gehen müssen oder bremsen oder sonst was. Ich habe weder irgendwas davon, also ich habe nichts gemacht. Ich habe weder gebremst, noch bin ich vom Gas gegangen, noch irgendwas. Genau wie die hier. Vollgas. Ich fahre diese Kurve einfach mit Vollgas. Das ist schon, ja, heftig. Das hier, Vollgas. Das ist schon krass. Also hier fahre ich jetzt aber ein bisschen rüber. Genau, das war mir jetzt ein bisschen zu eng. So, hier jetzt auch links. Also es ist etwas gewöhnungsbedürftig. Aber ich muss sagen, der Wagen fährt besser, als ich jetzt gedacht hätte. Ich bin ja wirklich überrascht, wie gut der Wagen hier fährt. Also die Profi-Einstellung hat sich bis jetzt schon auf jeden Fall bezahlt gemacht. Die ich immer verwende. Okay, ja, Kreisverkehr fahre ich natürlich geradeaus rüber. Ganz klar. Ah, aua, ein bisschen hier reingeballert. Ah, ist natürlich nicht ganz so toll, aber trotzdem bin ich mit dem Rest der Strecke also sehr zufrieden hier gerade. So, jetzt muss ich hier mal gucken, wie ich hier am besten fahre. Oh, das war gut. Also nicht perfekt, aber ja, nice, gut durchgekommen. 34, 35. Ich glaube, 3,36 kann sich sehen lassen. Ich bin auf die Punkte gespannt. ...124.000 Punkte. Nice. Sehr, sehr nice. Also an die 1,3 Millionen müsste ich jetzt ja knapp dran sein, ne? 1,280, 1,290 müsste ich ungefähr haben. Ja. 1.296.000 Punkte. Und ja, ganz ehrlich, was soll ich sagen? Das wird auf jeden Fall reichen für den Live-Summit. Ja, Platin ist so ein Feuerwerk. Da ist keiner scharf drauf. Gold solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen, wenn ihr Anfänger seid, würde ich sagen. Dann versucht auf jeden Fall alles darum, dass ihr auf Gold natürlich kommt, weil das ein komplettes, legendäres, verbessertes Set ist. Und beim nächsten Mal halt Silber schaffen, dann habt ihr da alle 7 Teile einmal komplett durch für einen Hypercar. Dann müsst ihr nicht irgendwie hochfarmen oder so. Dann sollte das auf jeden Fall drin sein. So, ich habe hier 1.296.150 und ehrlich gesagt will ich das für das Video auch gar nicht verbessern, weil ich diese einzelnen Rennen alle nochmal im Live-Summit am Samstag verbessern möchte, wenn ich live auf Twitch bin. Und da ist auch schon das Stichwort, live auf Twitch. Wenn ihr noch keinen Twitch-Account erstellt habt, das dauert nur 2 Minuten, könnt ihr euch da einen erstellen, da könnt ihr mir dann folgen auf Twitch und dann könnt ihr auch mal dabei sein, wenn ich live bin oder könnt vielleicht auch mal mitspielen, weil wir werden ja nicht nur den Summit machen, es wird auch mal so ein bisschen gezockt. Und ja, ansonsten war es das jetzt auch schon wieder mit dem Video. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch einen Daumen nach oben da. Wenn du neu bist, naja, klar, dann lässt du mir halt ein kostenloses Abo da. Aber das musst du so oder so tun, denn sonst verbuggt deine Punkteanzeige und du hast immer 0 Punkte. Nein, kleiner Spaß am Rande. Aber lass mir ein Abo da, wenn es dir gefallen hat. Und jetzt bin ich aber erstmal raus und sage ciao. Euer Marvin Keno.